Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es mal darum gehen, wie man Weltraumbilder bzw. Galaxiebilder malt, also dieses sogenannte Space Art macht, und zwar mit Aquarell. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit den Materialien an und gehen dann direkt in die Arbeit über. So, fangen wir damit an, was ihr benötigt, bevor wir diese Weltraumbilder beginnen. Und zwar ist am besten, wenn ihr euch eine Malplatte besorgt. Das ist so ein Brett. Gibt es zu kaufen bei Gerstecker, Bösner und bestimmt noch in anderen Kreativmärkten. Ist komplett aus Holz, wie ihr sehen könnt, eine sehr schöne Sache. Auch sehr schön zum Fotografieren, wenn ihr hier ein Bild drauf habt und dann habt ihr einen schönen Untergrund dabei. Und ist natürlich auch eine schöne Sache für unterwegs durch diese Klemmnadel. Und ihr klebt da drauf euer Bild am Ende und könnt es auch schön verstauen damit. Ansonsten müsstet ihr es nämlich auf den Tisch kleben und das ist immer eine ganz ungünstige Sache. So, dann benötigt ihr auf jeden Fall natürlich Aquarellfarben. Ich schwöre auf diese Aquarellfarben, also auf diese kleinen Näpfchen, diese harten. Gibt es in verschiedenen Varianten. Ich habe jetzt diese. Es gibt natürlich noch Wasser, also aus der Tube Aquarellfarben gibt es noch. Und es gibt Aquarellstifte, die eignen sich auch überhaupt nicht für solche Sachen. Zumindest finde ich das. Und da würde ich sagen, kauft euch einfach solche Blöcke. Wie ihr seht, die Palette habe ich selber gemacht, könnt ihr ganz einfach machen, kauft euch irgendwo ein Brotbrett und klebt die Dinger mit einer Heißklebepistole drauf. Ist ganz einfach, ist schön handlich, kann man überall mit hinnehmen und ist besser von den Kosten her, weil diese Paletten fangen meistens erst so bei 30 Euro an bei Aquarell, braucht man nicht unbedingt. Sowas tut's voll. Ja, dann benötigt ihr für die Sterne ganz wichtig Tusche. Es muss nicht Tusche sein, es kann auch was anderes Weißes sein, gehen auch weiße Aquarellfarben, sind meistens aber nicht so gut geeignet dafür, weil die meistens dann eher durchsichtig werden. Oder ihr kauft euch eben noch Leuchtfarbe, die im Dunkeln leuchtet. Ich hoffe, man erkennt es halbwegs. Die ist auch sehr gut geeignet für die Sterne, in der Nacht zum Beispiel, wenn ihr Sterne wollt, die abends leuchten, wenn es dunkel wird draußen. Ist allerdings nicht möglich zu fotografieren, das schafft fast kein Fotoapparat. Ist aber eine sehr, sehr schöne Sache, kann man auch andere Sachen damit anstellen. Aber die benutze ich jetzt nicht, stellen wir uns erstmal weg. Und natürlich ganz wichtig, die schwarze Tusche. Vorausgesetzt, ihr wollt irgendwas malen in euer Universum. Was jetzt irgendeine Schattierung ist, wie ich zum Beispiel mit der Skyline heute. Ja, dann ganz wichtig natürlich Pinsel. Verschiedene Größen habe ich hier. Einen ganz kleinen, den ich nochmal gerne auch für Sterne nehme. Ansonsten unwichtig. Dann haben wir einen mittleren Pinsel, sehr wichtig für die Sterne bei der weißen Tusche. Einen großen Pinsel, wichtig fürs Universum allgemein. Und das hier, der größte Pinsel, ist natürlich der wichtigste von allen. Mit dem tun wir das ganze Papier einmalen. Das Papier hat ein Maß, glaube ich, von 30 x 40 cm, ist ein bisschen größer. Können natürlich auch kleiner machen, aber es lohnt sich nicht. Umso größer, umso besser. Und was brauchen wir noch? Natürlich Wasser, das ist klar. Und wenn ihr mit Tusche arbeitet, mit schwarzer, am besten auch noch in Wasser aufgelöste Tusche, da ihr damit Graustufen erzeugen könnt, was so ein bisschen das Gefühl gibt, als wäre da noch irgendwie Körper da und nicht einfach nur eine schwarze Fläche. Ja, ansonsten, schwarzer Fineliner ist auch noch ganz interessant für die Skyline zum Beispiel, die wir heute machen möchten, um die einfach vorzuzeichnen. So, und das sollte doch klar sein, natürlich ein Putzlappen, mit dem man die Pinsel abtrocknet. Und dann noch etwas, was wichtig sein könnte, und zwar ein Taschentuch. Mit dem kann man Farbe, die überflüssig ist, abtupfen, beziehungsweise wenn es zu feucht geworden ist. Und dann noch eine wichtige Sache natürlich zum Aufkleben, das Kreppband. Und ich denke, das war es an Utensilien, die wir benötigen. Und natürlich ein Lineal oder sowas, das brauche ich jetzt nicht erwähnen. Ja, und da würde ich sagen, beginnen wir direkt mal. Ja, sehr wichtig am Anfang ist es, dass ihr das Papier irgendwo befestigt mit einem Kreppband oder Klebeband. Ja, Klebeband geht auch, ihr müsst es nur vorher mit Wasser anfeuchten. Probiert es aber erstmal auf irgendein Testpapier. Ihr klebt es also am Tisch oder wenn ihr habt so ein Holzbrett fest mit Kreppband, schön die Ränder machen. Hat einerseits den Vorteil, dass ihr am Ende einen wunderschönen Rand habt, der schön weiß ist. Und den anderen Vorteil natürlich, dass das Papier sich nicht zu sehr wellen tut. Also ihr werdet sehen, ich arbeite ja sehr feucht. Es wird sich wellen, sogar extrem wellen, aber eben nicht so extrem, wie wenn ihr kein Papier, kein Klebeband verwenden würdet. Was ich gleich nochmal anmerken möchte zu dem welligen Papier, ihr könnt ganz am Ende, wenn euer Bild fertig ist, natürlich auch
die Rückseite des Bildes komplett mit Wasser nochmal einstreichen. Das wirkt dem Ganzen dann nochmal entgegen. Manche Künstler streichen auch vorher das Papier komplett vorne und hinten nass ein. Das verringert natürlich die Wellung erheblich, macht das Papier aber auch gleichzeitig empfindlicher gegenüber Wasser. Und da ich bei diesen Weltraumbildern sehr viele Schichten übereinander auftrage, kann es passieren, dass es einreißt. Deswegen würde ich euch das nicht empfehlen, bei normalen Aquarellbildern kein Problem. So, wenn das Papier dann schön eingerichtet ist, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und zwar ist es wichtig, als erstes rauszusuchen, wo euer Highlight sein soll in dem Bild. In dem Falle wird es bei mir ein grüner Nebel sein. Kann natürlich jede andere Farbe auch sein. Ihr müsst wissen, dass dies der hellste Punkt wird. Das heißt also, ihr dürft nicht viele Schichten übereinander auftragen. Denn es ist wichtig eben, dass das weiße Papier noch durch die Farbe durchschimmert. Ja, ich verwende hier in der Mitte ein helles Gelb, was eben das weiße Papier noch mehr durchschimmern lässt und außenrum zur Abrundung ein Grün. Nur Gelb, das würde zum Verlauf zwischen dem Violetten, was wir später machen, zu abgehakt werden. Ja, wenn dann die erste Schicht fertig ist von dem grünen Nebel, gehen wir natürlich erstmal an die Ränder und bearbeiten die in meinem Fall mit dem Indigo-Blau. Müsst ihr natürlich nicht nehmen. Die besten Farben für Weltraum sind in meiner Sicht immer Rot, Violett, Blau und für den Nebel meistens Grün, aber das könnt ihr dann ganz nach eurem Belieben variieren. Es muss ja nicht realistisch sein. Also nach außen hin immer am besten den dunkelsten Ton nehmen, weil es dann immer natürlicher aussieht, weil umso höher man guckt, umso dunkler wird es ja. Ja, das tut ihr dann schön in Verbindung mit dem Grün setzen. Beachtet immer, das Grün beziehungsweise die andere Farbe muss feucht sein, also beeilt euch ein wenig damit, damit die Farben, also das Violett in dem Falle mit dem Grün, schön ineinander verlaufen kann, weil sonst bekommt ihr am Ende des Bildes sehr, sehr unschöne Kanten. Das seht ihr jetzt zum Beispiel, ich habe ja solche weißen Flecken, wenn ich die jetzt stehen lassen würde, würden extrem scharfe Kanten bleiben und diese bleiben aber für immer. Ihr könnt natürlich noch mehr Schichten drüber machen, dann wird es eben dunkler, dadurch verschwinden die Kanten, aber es ist eben dunkel. Was ich noch sagen kann, ist, eignet sich immer sehr gut, wenn ihr von oben nach unten immer heller werdet. Also wie gesagt, ganz oben das dunkelste Element. In der Mitte, wie gesagt, jetzt die Galaxie, die ist eben am hellsten, weil dort die meisten Sterne sich befinden. Und nach unten hin eben schön hell werden. Einfach weil da eben dann der Horizont von der Erde ist sozusagen, wenn ihr jetzt was draufmalen solltet mit Schattierung. Wenn ihr jetzt nur ein Weltraumbild macht, ist das völlig euch überlassen, wie es aussieht. Da würde ich sagen, am besten ist es, wenn ihr unten, links, rechts und oben einen dunklen Rand habt. Also keinen schwarzen Rand natürlich, aber schönen dunklen Verlauf. Da ich hier später eine Skyline reinmalen werde, gehe ich nach unten hin immer ein bisschen heller mit einem hellen Blauton. So, ich spule das Video mal vor, bis wir an dem Punkt sind, wo es dann weitergeht. Ja, wenn ihr dann die erste Schicht fertig habt, ist es Zeit für eine zweite Schicht. Hier seht ihr schon sehr schön, dass es sich doch einige Kanten gebildet haben, scharfe Kanten im Bild. Diese werde ich jetzt aber übermalen mit weiteren Farben. Wie gesagt, das in der Mitte werde ich auch nochmal übermalen, darf aber allerdings nicht zu viel übermalt werden, damit das Weiß noch durchschimmert, sonst wird es zu dunkel. Da das Weltraum allgemein so dunkel ist, könnt ihr bei den anderen Sachen mehrere Schichten übereinander legen. Ich kann euch leider jetzt keine Faustregel dafür nennen. Ich schätze in der Regel so, bei mir sind es immer so zwischen 3 und 5 Lagen, die ich an Aquarellfarbe brauche, damit es schön dicht wirkt und auch natürlich aussieht. Ja, mit den Farben könnt ihr einfach spielen, also da gibt es jetzt keine festen Regeln. Es muss nicht da rot hin, es muss nicht da blau hin. Ja, und habt auch keine Angst vor dem Zufall. Also ihr seht schon, ich steuere den Pinsel zwar, aber eben nicht so, dass das wirklich jetzt erst rein wird. Also bei mir spielt auch viel der Zufall dann eine Rolle, was eben auch sehr interessant ist, weil dann das Bild auch anders aussieht. Also ihr seht schon, das Wasser sucht sich selber den Weg dann auf dem Bild. Was ich noch sagen kann, übertreibt es nicht zu viel Wasser. Wenn es zu viel wird, wälzt das Bild sich so schrecklich, wie ihr hier sehen könnt, bilden sich da so dunkle, fast schon schwarze Stellen heraus. Das sind eben Stellen, wo das Papier sich so sehr gewellt hat, dass die Farbe sich sammelt. Und das muss man am Ende, wenn man es möchte, wieder mit einem Taschentuch raustupfen. Das ist dann immer ein bisschen blöd, also passt auf, dass ihr nicht allzu viel Farbe nehmt, viel Wasser nehmt und dann klappt das auch. Zu den Trocknungszeiten kann ich leider nicht viel sagen, also ich hatte Bilder gehabt, die waren nach einer halben Stunde trocken. Ich hatte aber auch schon Aquarellbilder gehabt, die haben ganze 7 Stunden gedauert, bis sie trocken waren. Das liegt einerseits am Papier,
andererseits am Wetter und natürlich auch daran, wie feucht ihr arbeitet. Wartet bitte immer schön, bis das Papier wirklich ganz trocken ist. Das ist auch sehr wichtig, sonst habt ihr auch wieder die Gefahr, dass es irgendwann doch mal einreißen könnte. Wenn es trocknet, dann zieht sich die Fasern wieder zusammen und dann klappt das auch problemlos. Ja, und wie gesagt, was eben wichtig ist, dass ihr, wenn ihr das komplette Bild nochmal mit einer weiteren Lage überarbeitet, versucht auch das komplette Bild nochmal zu überarbeiten, damit eben diese Kanten nicht entstehen. Einfach die verschiedenen Farben ineinander verlaufen lassen und mehr braucht ihr auch nicht zu machen. Ja, hier seht ihr, ich bin schon bei der dritten Lage angekommen. Ich spule das Ganze mal vor, weil das System ist irgendwie immer eben dasselbe, wie ihr sehen könnt. Leider fängt es irgendwann an, sich das Bild sehr zu spiegeln in der Lampe bzw. im Sonnenlicht. Das ist auch immer so eine Sache, die ein bisschen schade ist. Ich meine, für das Video, es geht schon, ist aber bei manchen Sachen, wie ihr letztens vielleicht gesehen habt, bei meinem Galaxy Speed Painting, dass die Sonne sich so dermaßen gespiegelt hat, dass man dachte, man hat wirklich in eine Lampe geschaut, statt auf ein Bild. Das sind immer so Sachen, da kann man leider nicht viel dagegen machen, in YouTube oder so. Aber zu Hause betrifft es einen dann eben nicht. So, jetzt sind wir dabei angekommen, wie wir die Sterne malen. Also Sterne ist eigentlich überhaupt kein Problem. Manche schwören dabei auf Zahnbürsten. Ich muss sagen, ich komme damit überhaupt nicht klar. Also bei mir spritzt die ganze Wohnung voll, aber nicht das Bild. Also ihr könnt es mit einer Zahnbürste machen, müsst einfach mit dem Daumen drüber reiben über das Bild, dann klappt das. Ich nehme meinen mittleren Aquarellpinsel dafür. Wichtig ist abstreifen, unbedingt abstreifen bei der Tusche. Wenn ihr das nicht macht, habt ihr manchmal richtig fette Flecken auf dem Bild, beziehungsweise sogar Striche. Also immer schön abstreichen und dann einfach auf eure offene Hand reinklopfen, also wie ich es eben im Video mache. Und dadurch bilden sich dann eben langsam diese Sterne. Ja, nach Belieben halt. Wenn ihr mehr Sterne an einer Stelle haben wollt, müsst ihr näher ans Papier. Wenn ihr sie weiter auseinander haben wollt, müsst ihr weiter weg eure Sterne machen. Größere Sterne könnt ihr natürlich auch mit eurem Pinsel reinmalen. Ist bei meinem Bild jetzt nicht notwendig, aber wenn ihr zum Beispiel eine größere Sonne oder einen Mond haben wollt, dann malt das einfach da rein. So, an sich sind wir jetzt eigentlich fertig mit der Galaxie. Also da gibt es jetzt eigentlich keinen Änderungsbedarf mehr. Da ich hier aber noch eine Skyline reinmachen möchte, fange ich auch damit gleich an. Also viel zu erzählen gibt es zu Skyline nicht. Ich habe aus Urheberrechtsgründen eine erfunden, weil es ja dann doch immer mal so ein bisschen Debatten gibt, darf man es nun oder darf man es nicht. Und damit ich mich einfach auf der sicheren Seite wählen kann, erfinde ich einfach was. Also ihr müsst im Prinzip nur, wenn ihr jetzt Hochhäuser habt, eigentlich viele große Rechtecke zeichnen. Am besten mit einem Lineal, damit es nicht unschön aussieht. Und lasst eure Fantasie einfach freien Lauf. Am besten ihr zeichnet das vor mit einem schönen Feinliner und schwarzen. Falls man Fehler macht, sieht man den auch nicht direkt. Und am Ende müsst ihr eigentlich das Ganze nur noch fein mit einer Tusche ausarbeiten. Mit schwarzer Tusche auszeichnen. Und ja. Bei diesem Bild ist es nicht notwendig. Ich sage es trotzdem nochmal. Wenn ihr Tusche in Wasser auflöst, so Hälfte, Hälfte ungefähr, bekommt ihr einen leichten Grauton heraus. Damit könnt ihr natürlich Objekte auch plastischer wirken lassen. Da ich hier eine reine schwarze Fläche wollte, habe ich hier noch mit schwarzer Tusche gearbeitet. Aber ihr könntet zum Beispiel in die Häuser auch eine Seite eher mit der flüssigen Tusche machen, dann wird die schön grau und die andere Seite schwarz, dann sieht es aus, als würde das Licht eben von einer bestimmten Seite kommen. Was noch wichtig ist bei der Tusche, immer schön abstreichen. Egal ob weiße oder schwarze Tusche, ist ganz wichtig, weil ihr könntet euch sonst das ganze Bild versauen. Also nicht, dass ihr mit der feuchten Tusche direkt in das Bild geht, schön abstreifen, auch wenn es länger dauert, damit die Häuser eben nicht verlaufen. Sonst habt ihr am Ende irgendwelches Hinhergeschmiere. Also immer ganz wichtig. Und was ihr auch noch beachten müsst, langsam aus dem Tuschegefäß rauskommen. Weil ihr seht schon, unten in dem unteren Bereich haben sich bei mir schon kleine schwarze Punkte gebildet. Das passiert eben, wenn man doch zu schnell aus dem Tuschefass wieder rauskommt. So könntet ihr euch schwarze Sterne in euer Bild machen und das wäre eben auch nicht so schön. Ja, ich würde sagen, an diesem Punkt wäre es das dann auch für dieses Beispiel gewesen. Zu den Galaxiebildern werde ich bestimmt mehrere Beispiele bringen, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel Planeten noch reinzubringen, beziehungsweise auch runde Galaxien und sowas. Ja, und dann möchte ich euch auch noch gleich zeigen, wie man den Rand eben entfernt. Also immer schön das Kreppband und das Bild festhalten. Das Kreppband, wenn möglich, sehr nah am Bild anfassen und nach außen vom Bild wegziehen. Also nicht nach innen, wenn das nach innen macht, könnt ihr es einreißen. Und auch beim nach außen machen kann es einreißen, also immer schön vorsichtig sein. Sollte es beim Abziehen irgendwo an einer kleinen Stelle einreißen, dann zieht von der anderen Seite des Kreppbandes weiter. Damit er gegen den Riss dann zieht,
damit ihr eben über den Riss drüber zieht, dass ihr nicht noch mehr einreißt. Das ist noch so ein kleiner Tipp, dann versucht ihr mit einer Nagelschere oder ganz fein mit dem Finger eben den eingerissenen Stück eben abzuziehen. Meistens reißt das Papier nicht direkt ein, dass da ein Schnitt entsteht, es reißt ja meistens so ein, dass dann eben eine kleine raue Stelle entsteht. Und wie ihr sehen könnt, offenbart sich da eben dadurch ein sehr klarer, weißer Rand, was eben sehr ideal ist, wenn man das Bild sich hinhängen möchte. Da hat man eben dann wie so einen eigenen mitgelieferten Bilderrahmen schon. Ja, ganz am Ende seht ihr, dass einige Flecken unter dem Rand, also unter das Kreppband gelaufen sind. Das ist aber allerdings kein Problem, das könnt ihr ganz normal mit Tusche überstreichen, dann ist das auch sauber. Ja, und das wäre es jetzt eigentlich mit der Materialkunde. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und euch natürlich auch weiterbringen können oder helfen können. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und würde damit verbleiben, dass ihr Kritik, Verbesserungsvorschläge oder was ihr sonst noch für Anmerkungen habt in die Kommentare schreibt. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Video wieder. Also bis dann!